Diese Geschichte ereignete sich in Kalifornien. Meine Eltern hatten mich für eine Woche allein zu Hause gelassen. Ich liebte es, allein zu Hause zu sein, da ich meine Freunde oder auch meine Freundin einladen konnte. An diesem Abend waren meine Freunde Timmy und Jack bei mir. Jack und ich waren seit 3 Jahren ziemlich eng miteinander befreundet. Timmy hingegen hatte ich erst vor 5 Monaten im Fitnessstudio kennengelernt. Trotzdem waren wir wie Brüder. Naja, die beiden kamen an und wir hatten eine gute Zeit miteinander. Jedoch wurden wir irgendwann hungrig. Ich wollte Pizza, doch Jack wollte Sushi. Also spielten wir Schere, Stein, Papier. Da ich gewann, machten wir uns auf den Weg zu einer Pizzeria in der Nähe. Ich hatte ein eigenes Auto, einen kleinen GMC-Truck, den mir mein Vater zu meinem 17. Geburtstag geschenkt hatte. Mit diesem Wagen fuhren wir zur Pizzeria. Wir bestellten 3 Pizzen und 2 Liter Cola. Gerade als wir wieder losfuhren, fiel mir plötzlich ein, dass ich die Haustür nicht abgeschlossen hatte. Ich machte mir große Sorgen, dass vielleicht jemand eingebrochen sein könnte. Als wir an meinem Haus ankamen, stand die Tür weit offen. Wir ließen die Pizzen im Wagen liegen und stiegen langsam aus. Wir beschlossen, hineinzugehen. Timmy schlug vor, eine Dose Sprühfarbe mitzunehmen. Sollte uns jemand angreifen, konnte er ihm damit ins Gesicht sprühen. Ich fand die Idee gut. Jack ging zuerst ins Haus. Hinter ihm Timmy. Ich hatte riesige Angst, also ging ich als Letzter. Wir suchten überall im Haus, fanden jedoch niemanden. Der einzige Raum, der noch fehlte, war das Badezimmer meiner Eltern. Wir gingen zusammen. Wieder ging Jack vor. Er war mittlerweile genervt von der Situation und wollte endlich seine Pizza essen. Als er die Badezimmertür öffnete, sprang plötzlich ein Mann hinter dem Duschvorhang hervor und begann Jack anzugreifen. Timmy sprühte ihn wie geplant mit der Farbe in die Augen und der Mann begann vor Schmerzen zu schreien. Dann versuchte ich nach ihm zu treten und traf, was ihn fürs Erste ausschaltete. Wir riefen die Polizei. Wie es sich später herausstellte, handelte es sich bei dem Mann um einen gesuchten Dieb aus Arizona. Jack und ich sind immer noch befreundet. Timmy jedoch ist in eine andere Stadt gezogen. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, erinnern wir uns an diesen Tag zurück und können zum Glück darüber lachen. Es hätte auch ganz anders ausgehen können. Dieses Ereignis widerfuhr mir, als ich gerade 9 Jahre alt war. Ich wuchs in einer kleinen, ruhigen Stadt inmitten von Wäldern auf. Jeder kannte jeden. Nie passierte etwas Schlimmes. Das Leben war in Ordnung. Nun, etwas außerhalb der Stadt gab es eine alte, heruntergekommene Hütte auf einem Hügel. Die Kinder nannten sie die Hütte des toten Mannes. Sie wurde so genannt, weil man, obwohl sie seit Jahrzehnten unbewohnt war, manchmal Rauch aus dem Schornstein aufsteigen sah. Polizisten kamen dorthin, in der Annahme, Obdachlose zu finden. Aber jedes Mal, wenn sie kamen, war der Ort völlig leer. Schließlich hörten die Polizisten einfach auf, dorthin zu gehen und akzeptierten die Hütte als ein unerklärliches Phänomen. Die Hütte des toten Mannes war auch nur 20 Minuten zu Fuß von meinem Haus entfernt. Obwohl sie von Bäumen verdeckt war, konnte ich sie teilweise von meinem Schlafzimmerfenster aus sehen. Und da ich am nächsten an der Hütte wohnte, fragten mich meine Freundinnen immer danach, wenn sie bei mir übernachteten. Sie fragten mich, ob ich den Geist wirklich durch das Fenster sehen konnte oder ob ich schon einmal dort gewesen sei. Ich sagte immer nein und wechselte das Thema. Aber eines Abends beschlossen meine Freundinnen und ich, ein bisschen wagemutiger zu sein. Wir hatten wieder eine unserer üblichen Übernachtungspartys und wir fingen an, über die Hütte zu reden. Ich kann mich nicht mehr an die Einzelheiten unseres Gesprächs erinnern, aber ich weiß noch, dass es irgendwie in ein Spiel aus Wahrheit oder Pflicht ausartete. Diane forderte mich heraus, 5 Minuten in der Hütte zu verbringen. Und ich, das mutige, aber leichtsinnige Mädchen, das ich war, nahm die Herausforderung an. Aber nur unter der Bedingung, dass meine Freundinnen mitkommen. Mary und Diane waren sichtlich schockiert, aber da sie nicht wie Angsthasen aussehen wollten, stimmten sie zu. In einer langweiligen Stadt wie in unserer mussten wir überall nach Abenteuern suchen. Wir waren Kinder, die taten, was sie wollten, egal wie gefährlich es war. Und die Chance, einen echten Geist zu sehen, war für mich zu aufregend, um sie auszuschlagen. Wir schlichen uns eine nach der anderen aus dem Fenster meines Zimmers und gingen direkt in den Wald. Nur in unseren Pyjamas und barfuß. Unsere Schuhe und Jacken mussten wir zurücklassen, damit meine Eltern nicht merkten, dass wir das Haus verlassen hatten. Natürlich waren wir alle viel zu leicht bekleidet für eine Wanderung, aber das war uns in dem Moment egal.
von meinen Eltern erwischt zu werden und vielleicht für immer Hausarrest zu bekommen, war viel schlimmer, als draußen in der Kälte zu sein. Außerdem hatten wir alle etwas zu beweisen und wollten die Herausforderung nicht scheuen. Dumm, ich weiß. Aber so versuchten wir es uns zu erklären. Wie dem auch sei, wir schlängelten uns durch die tief hängenden Ästen und blieben so dicht wie möglich beieinander. Die Szenerie war zugegebenermaßen unheimlich und Mary schaute alle paar Sekunden über ihre Schulter. Aber wir gingen weiter, fest entschlossen, unseren Mut unter Beweis zu stellen. Als wir die Hütte erreichten, gingen wir auf die Veranda und versuchten durch die Fenster zu sehen, ob jemand zu Hause war. Wir sahen nur Dunkelheit, also nahmen wir an, dass es sicher war, hineinzugehen. Ohne zu zögern, griff ich nach dem Türknauf und drehte ihn, bevor ich die Tür öffnete. Ein warmes, knisterndes Feuer im Kamin empfing uns drei. Höchste Alarmstufe. Als wir vorhin durch die Fenster geschaut hatten, war definitiv kein Feuer zu sehen. Wir hätten in diesem Moment umkehren sollen. Aber nachdem wir barfuß eine Meile bei kaltem Wetter gelaufen waren, wollten wir uns alle am Feuer wärmen, als plötzlich die Haustür hinter uns zufiel. Wir erschraken alle und drehten unsere Köpfe zur Tür, konnten aber nichts Verdächtiges erkennen. Das muss der Wind gewesen sein, sagte Mary mit zitternder Stimme. Als ob das nicht schon unheimlich genug gewesen wäre, hörten wir aus dem Zimmer nebenan Schritte und beschlossen nachzusehen. Unsere Neugier war wohl stärker als unser Überlebenswille. Diane ging voran. Mary und ich folgten ihr. Wir gingen einen langen Gang entlang, der voller Spinnweben und knarrender Dielen war. Als ich nach unten sah, bemerkte ich, dass einige Dielen nicht festgenagelt und lose waren. Neugierig griff ich nach unten und hob eine Diele auf, an dessen Stelle ein dunkles, rechteckiges Loch zu sehen war. Seltsam, dachte ich. Bevor ich weiter nachdenken konnte, kam ein langer, blasser Arm mit einer krallenartigen Hand aus dem Loch und packte meinen Knöchel. Ich schrie entsetzt auf, als mein Fuß plötzlich mit dem ganzen Bein in das Loch gezogen wurde. Meine Freundinnen eilten sofort herbei und versuchten, mich herauszuziehen. Aber das, was mich festhielt, war nicht bereit, ohne Kampf loszulassen. Meine Angst wurde noch größer, als ich spürte, wie mehrere Zahnreihen in mein Bein bissen. Ich schrie so laut ich konnte, während ich verzweifelt versuchte zu entkommen. Ein Schmerz durchzuckte mein Bein, als die Zähne immer fester zuschnappten. Ich trat so fest ich konnte, bis ich spürte, wie mein Fuß das Kinn von jemandem traf. Es schien zu funktionieren, denn der Angreifer ließ meinen Knöchel los, sodass ich meinen Fuß herausziehen konnte. Mein Bein war mit Zahnabdrücken übersät, aber dank meiner wilden Bewegungen hatten die Zähne nicht die Haut durchbohrt. Wir drei rappelten uns schnell wieder auf, aber anstatt zur Tür zu rennen, schauten wir mit morbider Neugier in das Loch. Wir erstarrten vor Angst, als wir mehrere bleiche Gesichter sahen, die uns anstarrten. Es waren Menschen, Menschen, die unter dem Boden lebten. Wir sahen Männer, Frauen und sogar einige Kinder. Sie waren alle blass und mager, mit roten Augen und Mündern voller spitzer Zähne. Sie grinsten uns an, bevor sie sich gierig die Lippen leckten und uns ihre Absichten nur allzu deutlich machten. Bevor wir etwas tun konnten, schossen mehrere Hände aus dem Boden, packten unsere Knöchel, zogen unsere Füße unter uns weg. Wir schrien alle und begannen, unsere Gliedmaßen in alle Richtungen zu bewegen. Wir versuchten, die Hände loszuwerden und auf die gespenstischen Gestalten zu treten. Mary schrie auf, als eine bleiche Frau ihren Fuß packte und zum Mund führte. Aber Diane schlug ihr schnell mit einer losen Diele auf den Kopf. Ich hob ebenfalls eine Diele auf und begann wie verrückt damit umzufuchteln. Diane schaffte es, Mary wegzuziehen, und wir rannten alle zur Haustür und sprangen über ihre Hände hinweg. Zum Glück war die Haustür nicht verschlossen, also schlugen wir sie auf und rannten davon. Als wir durch den Wald rannten, schaute keiner von uns zurück. Zum Glück dauerte es nicht lange, bis wir wieder zu Hause waren, und das Schlafzimmerfenster stand immer noch offen. Wir kletterten nacheinander hinein und ich schloss das Fenster schnell hinter uns, bevor ich es verriegelte. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, lebend von diesem Ort zu entkommen. Oder warum uns diese Wesen überhaupt angegriffen haben. Viele Leute waren vor uns in dieser Hütte und haben nie erwähnt, dass sie angegriffen wurden. Also was machte uns so besonders? Ich kann nur vermuten, dass ihre skelettartigen Körper zu schwach waren, um erwachsene Reisende und Passanten zu überwältigen. Aber als sie sahen, dass drei kleine Mädchen in Pyjamas in ihr Haus kamen, dachten sie, wir würden leichte Beute sein. Ich bin froh, dass wir sie eines Besseren belehrt haben. Wir haben unseren Eltern nie erzählt, was in dieser Nacht passiert ist, und ich bin ein Jahr später weggezogen.
Ich weiß nicht, ob diese Hütte jemals abgerissen wurde, aber ich hoffe wirklich, dass niemand jemals das durchmachen musste, was wir durchgemacht haben.